Der Kaffee ist alle. Soll ich welchen holen? Ja. Sie erzählen mir das alles, weil Sie Freunde waren, nicht wahr? Vor 2 Monaten haben 2 unserer besten Stylisten gekündigt. Sie haben Mao gesagt, sie wollen ein neues Geschäft eröffnen. Und Mao hat sich sehr für sie gefreut. Und was ist dann passiert? Sie haben angefangen, Stories von einem Salon hochzuladen, den ich kannte. Dem Salon von Yunye. Und warum kannten Sie den Salon? Weil ich da mal zum Haareschneiden war. Wieso waren Sie da zum Haareschneiden? Weil Yunye mein Freund war. Hm. Hat Mauricio das mit den Stylisten erfahren? Ja. Er hat's erfahren, weil mein Vater sie dort gesehen hat, als er Yunye den Schlüssel gebracht hat. Sie wissen ja sicherlich, dass mein Vater Maus Fahrer war. Seit etwa 10 Jahren. Ich habe Mao dann gefragt, ob ihm das nichts ausmacht. Ah, Sie haben ihm das erzählt. Ja, klar, weil Yunye bei ihm gewohnt hat und ihm das verschwiegen hatte. Aber Mao hat gesagt, ihm macht das nichts aus. Geschäft wäre Geschäft. Naja, aber er wollte, dass wir ihm alle wichtigen Termine überlassen. Deswegen war es so seltsam, als er Montag nicht gekommen ist. Er hatte einen Termin mit Miss Universe. Das war Mauricios Traum. Er sollte ihr Styleberater werden. Denken Sie, dass es Yunye war? Und Sie? Ich weiß nicht.